Also laden wir es doch nochmal eben rein. Letztes Mal war ein bisschen chaotisch, weil mir der Zwerg gestorben ist. Und das darf natürlich nicht sein. Und dann sind ganz viele Sachen passiert. Da habe ich eine Passage zweimal gespielt. Mhm. Aber danach ist es dann alles noch gut ausgegangen, würde ich sagen. Und wir haben ein Empfehlungsschreiben bekommen für Tiomar Svafnilsson aus Brenthill. Jetzt ist die Frage, ob ich da jetzt als erstes hinlaufe oder beziehungsweise mit dem Schiff hinfahre, denn das liegt auf einer Insel und dann könnte ich, ich hole mal wieder die gute Karte raus. Na. So, also, wo sind wir? Ja, das kann ich hier so ungefähr zeigen. Also wir sind in etwa genau hier auf dem Knick hier unten, da und Brenthill ist da. Da kommt man also nur mit dem Schiff hin, das ist auf dieser Insel. Und wir könnten dann irgendwie hier landeinwärts hier vorne wieder diesen Weg runter, wo wir diese eine Burg gefunden haben. Denn hier unten soll ja noch der Despota-Schatz liegen. Den wollte ich dann heute eventuell auch noch spielen. Erstmal noch Hallo Tarul. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören und das Spiel hört man auch. Und Flüssigmetallschleim. Hallo, den Zwölfen zum Gruße. Okay, ich würde sagen, wir sollten uns erstmal irgendwo Travia gefällig einquartieren. Hier wird es ja wahrscheinlich entsprechende Gasthäuser geben. Man sieht hier, die Karte ist nicht ganz aufgedeckt, weil ich ja nochmal, ich musste ja zweimal spielen. Und von daher ist das Gasthaus hier irgendwo an der Ecke. Ich glaube, hier war eins. Genau, das ist jetzt ist es aufgedeckt. So, jetzt würde ich sagen, kurzer Ausrüstungscheck, wie immer. Wir haben nämlich hier jede Menge neue Sachen bekommen. Unter anderem diesen mysteriösen Ring. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon untersucht habe, magisch. Ich lege den mal hier hinten rein. Und wir haben auch hier, ich sehe gerade, dies ist ein Ring. Okay. Wir haben hier auch jede Menge Ausrüstungszeug, das wohl verkauft werden soll. Also hier ist das Empfehlungsschreiben auf jeden Fall. Hier ist noch ein Empfehlungsschreiben. Eins vom Hetman höchst selbst. Und das andere von diesem, wie hieß der? Umbrick, glaube ich. Genau, Umbrick aus Orville. Der hat mir das andere Empfehlungsschreiben gegeben. Und mit dem können wir jetzt wahrscheinlich das Kartenstück holen. Ja, sonst haben wir hier noch jede Menge Gift für die Waffen. Und was ist das? Das sind Heiltränke. Man sieht schon, es ist hier alles irgendwie, als ob ich irgendwo gelootet hätte. Hier ist noch ein Rezept. Das könnten wir hier mal, ich weiß gar nicht, wer ist denn mein Alchemie-Spezialist hier in der Gruppe? Das müsste unter Handwerk sein, oder? Oder Wissen. Wissen. Alchemie 7. Und die Magierin hat Alchemie 8. Dann kriegt es die Magierin, würde ich sagen. Nee, das hatte ich nicht vor. Oh, ich muss mich erstmal wieder einspielen hier. Ich sollte nicht so lange Pausen zwischen den Spielen machen. So. Nee, jetzt habe ich den Zwerg gegeben. Der stirbt doch ständig. Ja, irgendwie muss ich die Ausrüstung loswerden. Ich weiß nur noch nicht wie. Hier ist noch Flaschenpfand, das ich abgeben muss, aber ich glaube, es gibt hier Händler in der Stadt. Von daher, ich kann ja erstmal eben jetzt, bevor ich Ausrüstungscheck mache, gucken, ob die noch aufhaben. Wie viele haben wir denn? 16 Uhr. Okay. Dann könnte ich ja vielleicht sogar noch Glück haben. Ich glaube, rausschmeißen tun die Händler einen nicht. Und ich glaube, hier oben kriegt man die besseren Preise. Ja, Gott sei Dank. So, gehen wir erstmal hier Flaschenpfand und ähnliches ab, würde ich sagen. Erstmal alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Die Strickleiter hier. Ja, hier, null Heller, das Ding. Hm, will es auch gar nicht haben. Muss man, glaube ich, beim Waffenhändler verkaufen. Dann die Amulette. Da muss ich natürlich noch gucken, ob die magisch sind, bevor ich da irgendwas verkaufe. Da kann ich auch am nächsten Tag nochmal hier hinlaufen. Das war vielleicht jetzt ein bisschen unüberlegt, das jetzt zu machen. Aber egal. So, Wurfhaken brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ich habe ja jetzt diesen Stabzauber, der das alles für mich erledigt. Dann verkaufen wir den auch mal. Ich muss unbedingt Plätze freikriegen. Sonst kann ich hier nicht weiter tun. Genau, ich brauchte nämlich einen Kräuterhändler. Und es gibt hier keinen Kräuterhändler. Das war, glaube ich, das Hauptproblem, was ich letztes Mal hatte. Also neben ein paar anderen Problemen. Probleme habe ich ja ständig irgendwelche. So. Der Firutin. Der hat diesen komischen Speer, den muss ich auch noch loswerden. Ich glaube, einen Waffenhändler gab es hier aber in der Stadt. Von daher, eine Schriftrolle, was war das denn? Hm. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Und ein Dokument, oh je, ey. So viele Klamotten gefunden.
Na gut, dann nehmen wir erstmal das hier. 4 Dukaten, da, ja, komm, wir falschen uns mal ein mit 20%. Hat sogar funktioniert. Wir haben 5 Dukaten bekommen. Wie viel haben wir denn? 872 Dukaten. Das ist schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. So, dann kann ich ja nochmal eben gucken, ob hier noch ein Waffenhändler irgendwo war. Das müsste ja dann hier hinten der sein eigentlich. Tatsächlich. So, da kann ich jetzt mal gucken. Ob wir jetzt diesen Speer loswerden für 6 Dukaten, der Macht über Spinnen hat. Irgendwie kann der Jäger den nicht benutzen und das ist der Einzige, der damit umgehen könnte. Alle anderen Sachen sind, glaube ich, keine Waffen. Doch hier. Hier haben wir 2 Orknasen. Ich glaube, die eine war als Ersatz gedacht, weil ihr ja ständig die Orknasen kaputt gehen, also die Waffen. Ich weiß auch nicht, das ist nur bei dem Charakter so. Wurfmesser 2. Ja, da verkaufen wir auch mal eins. Das andere können wir ja dann vielleicht vergiften bei Zeiten. Und dann war es das auch mal wieder. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Pfeile ich noch habe. Ah ja. Ach ja, genau, der ließ nicht so gut mit sich feilschen. Aber 10% sind immerhin drin, 7 Dukaten. Gucken wir nochmal eben nach den Pfeilen. 33, da würde ich nochmal 10 kaufen oder so. Kaufen. Er hat auch welche, hervorragend. Da kaufen wir nochmal 10 Pfeile und dann... nochmal so 10%. Gut, und dann kann es auch gleich hoffentlich mal losgehen, nachdem ich meine Ausrüstung gleich geprüft habe. So. Die 10 Pfeile schaufeln wir mal direkt hier rüber. Wie sieht das mit Bewegungspunkten aus? 5, 5, 7, 5, 7, 8. Ja, das geht. Ich hatte ja den großen Stufenanstieg letztes Mal. Da sind ja alle eine Stufe aufgestiegen. Oder fast alle. Wo muss ich hin? Da unten um die Ecke muss ich. So, hier. Zum Gasthaus. Hervorragend. So, und jetzt hatte ich hier noch irgendwelche Dokumente, die ich nicht... Wirst du Frenja nun behalten? Ich bin übrigens Team Frenja. Ja, Tarul. Ich habe mich entschlossen, dir nochmal eine Chance zu geben. Aber ich glaube, Moment, letztes Mal ist hier doch wieder eine Waffe kaputt gegangen, oder nicht? Ich gucke mal die mal eben nach. Okay, was ist das für ein Helm? Das ist dieser Silberhelm, oder? Genau. Da wollte ich noch gucken, ob man den nicht der Magierin sogar aufsetzen kann. Dann könnten die beiden nämlich tauschen. Die hat nämlich Rüstungsschutz 0. Und Silber? Ja, Silber geht sogar, hervorragend. Dann hat sie jetzt Rüstungsschutz 3. Und dann kann die Frenja nämlich diesen magischen Stirnreif aufsetzen. Die hat jetzt hier Magierresistenz minus 6. Und jetzt nur noch minus 4. Wir haben ja jetzt schon öfter Magier getroffen. Mittlerweile bringt es zumindest so ein bisschen was. Flüssigmetallschleim ist Team. Wer will Milch? Wer will mich? Nicht Milch. Mich? Alles klar. So. Dokument. So, eins war doch hier. Irgendwas war doch da. Eine Schriftrolle. Moment, wie ging das? So und dann benutzen. Da, Gegenstand benutzen. Die Schriftrolle kann nicht benutzt werden. Okay. Und das Dokument? Das Einhorn kennt viele Möglichkeiten, dir zu helfen. Es kann sogar verlorene Gegenstände wieder beschaffen, wenn es selbst glaubt, dass diese von Wichtigkeit sind. Dabei ist es schneller noch als der Wind. Okay. Das hätte ich also auch verkaufen können. Aber mit den Dokumenten muss man irgendwie so ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man hier die falschen Dokumente verkauft, dann kann das wahrscheinlich übel ausgehen. So, hier ist der Heiltrank für den Zwerg, nämlich der Schnaps. Hallo Florian. So. Ich war gerade beim Schnaps, falls du kommst also gerade richtig. So. Jetzt wird aber erstmal hier fürstlich gegessen. Und dann muss ich mich auf den Weg machen. Zur Küste. So, jetzt bin ich hier in Orville und da, von da aus geht es nördlich, so Richtung, so Pseudo-Richtung Küste und westlich eventuell kann man auch rausgehen. Da muss ich jetzt mal gucken, welche Ausgänge ich hier habe. So, hatte ich gegessen? Ja, ich glaube, ich hatte gegessen. So, Zimmer. Ja, nehmen wir mal Einzelzimmer. Wo wir ja jetzt Superhelden sind mit den vielen Gold, können wir uns natürlich jede Nacht luxuriöseste Suiten leisten. Aber ich bin bescheiden. Obwohl die Astralenergie, die müsste natürlich wieder aufgeladen werden, sehe ich gerade.
So, schlafen wir erstmal eine Runde. So, 5 Punkte Astralenergie, 3 Punkte Astralenergie. Bei der Magierin sieht man das kaum noch. Die ist schon so aufgepowert, was das angeht. Na gut, so, jetzt suchen wir den Ausgang. Hier ist einer. Oh, hier ist sogar ein Hafen. Orwell hat einen Hafen? Das liegt doch gar nicht an der Küste. Oh, okay, es liegt an einem Fluss. Es ist ein Flusshafen. Gut, dann schauen wir doch mal. Wir könnten nach Rovik fahren. Das wäre an der Küste. Und das wäre eigentlich genau das, wo ich hin will. Aber ich frage vorher mal nach, was hier denn so für Routen sind. Von diesem Hafen fahren in mehr oder minder regelmäßigen Abständen Schiffe nach Rovik. Okay, es gibt nur dieses eine Schiff. Dann nehmen wir das auch direkt. Oh, 41 Heller, aber nur 4 Stunden. Okay, das können wir machen. Dann gehen wir direkt an Bord, würde ich sagen. So, es geht auch direkt los. Sehr schön, da sind wir. Das ging schnell. Vielleicht haben wir Glück und wir können von hier aus nur nach Orwick fahren. Wenn wir jetzt hier nur nach Orwell fahren können, das wäre natürlich ganz schön doof. So, wo geht's denn hin? Nach Jalsingor, nach Overthorn, nach Orwell und nach Manrin. Okay. Manrin wäre ganz gut, denn das liegt hier oben auf dieser Insel, auf die wir drauf wollen. Das ist die andere Stadt auf der Insel. Da gibt es nämlich nur 2. Ja, dann fragen wir doch mal direkt nochmal nach ankommenden Schiffen. Ja, kommen sogar in alle Richtungen, aber im Moment ist keins da. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal eine Nacht übernachten. Vielleicht finde ich ja hier sogar einen Kräuterhändler. War ich nicht schon mal hier? Nee. Ich war noch nie in dieser Stadt. Oder, naja, in diesem Dorf vielleicht. Ich weiß es nicht. So richtig städtisch sah mir das jetzt hier nicht aus. So, laufen wir erstmal so ein bisschen rum. Und gucken mal, ob wir hier irgendwas Verdächtiges finden. Ein Schmied und eine Herberge oder ähnliches. Und hier geht's Fußmarsch an der Küste entlang wahrscheinlich. Na gut, dann halt kein Kräuterhändler. Das ist ja schade. Vielleicht haben wir Glück und es ist Markttag am nächsten Tag. Aber, naja, mit Glück ist das ja immer so eine Sache. So, dann nehmen wir uns hier mal die Suite, würde ich sagen. Bleiben eine Nacht und dann gucken wir am nächsten Tag mal, was so im Hafen los ist. So, jetzt gibt's ordentlich Astralenergie. Hervorragend. Jalsingor und Overthorn. Okay. Das ist aber beides, glaube ich, die falsche Richtung. Aber der hatte ja gesagt, dass noch irgendwann ein Schiff kommt. Da müssen wir halt noch einfach eine Nacht hier übernachten, würde ich sagen. Obwohl, Overthorn, da können wir mal gucken, wie lange das dauert. Das ist nämlich hier auf dieser Landspitze da oben, da. Und da müssen wir ja hin. Also die Chancen sind ganz gut. Genau, die Maps von Städten, wo ich schon war, die werden gespeichert. Welche Stadt wollte ich jetzt? Ah, mein Gedächtnis. Da ist es. So, Overthorn. Da wollte ich hin. So. 16 Stunden und kostet nichts, dann würde ich sagen, fahren wir dahin. Dann sind wir schon mal ein Stück näher dran, würde ich sagen. So, dann nehmen wir das. Läuft um 9 aus, wir gehen direkt an Bord und dann auf geht's. Ich lese die Texte jetzt nicht mehr vor, die habe ich schon so oft vorgelesen. Vielleicht gleich zwischendurch nochmal. Vier Routine seekrank und verbringt mehr Zeit an der Reling als im Bett. Das ist nicht gut. Oh, Runaya ist auch seekrank geworden. Das war ja klar, die muss überall mitmachen. Guldas Astralenergie steigt um 3 Punkte. Gesindias Astralenergie steigt um 2 Punkte. Okay, ja, wir haben die Nacht überschritten quasi. So, und von hier aus können wir jetzt sogar direkt hier nach Brennhill eine Passage mieten. 16 Stunden und kostet nichts. Das machen wir dann auch direkt, würde ich sagen. Das Fischerboot Hügelig bietet euch für heute eine Mitfahrgelegenheit nach Brennhill an. Ja gut, dann wollen wir mal mit der Hügelig dahin fahren. Kostet ja nichts. So, wir können auch direkt an Bord gehen und dann geht es auch direkt los da oben. Können wir einen Schluck Tee trinken zwischendurch. So, ich bin mir sehr sicher, dass ich in dieser Stadt schon war und ich glaube, da habe ich das Kartenstück einfach nicht gekriegt, weil ich dieses Schreiben nicht dabei hatte. Und ja, gucken wir doch mal. Es ist mitten in der Nacht, als wir hier ankommen. Und genau, das war dieses Dorf, wo man hier so komisch erstmal um die Häuser rumgehen musste, weil es...
weil es anders irgendwie nicht so gut geht. So. Aber hier war ich trotzdem noch nicht. Hier gibt es aber einen Händler. Vielleicht habe ich ja Glück und der verkauft auch Kräuter. Das ist aber wirklich ein sehr kleines Nest hier. Da wird es ja hoffentlich nicht so schwer sein, diesen Mann zu finden. So, ich esse erstmal was. Für 46 Silberstücke. Boah. 4 Dukaten, 6 Silberstücke. Ein erlesenes Menü mit gutem Wein und Bier. Hervorragend. Wir sind hier richtig. Ich würde sagen, wir nehmen direkt mal die Suite für den Rest der Nacht. Ist ja nicht mehr so lange. So. Und dann schlafen wir direkt eine Runde. So. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das nächste Kartenstück ja jetzt. 6 Astralenergiepunkte gab es. Ach ja, und was ich mal noch probieren wollte. Oh, erstmal hier diese Texte immer. Brethil ist der kleinere der beiden Orte auf der Insel Manrek. Die 120 Einwohner sind in erster Linie Fischer und erst in zweiter Linie Strandräuber. Ja, okay. Was ich machen wollte, ist in den Einstellungen. Ich muss mal eben gucken, welche das waren. Genau, den Verzögerungsfaktor mal einen hochsetzen, damit man im Kampf vielleicht besser lesen kann, ja, ob getroffen wurde oder nicht getroffen wurde oder ob Frenja wieder mal ihre Waffe kaputt gemacht hat, damit man es mitkriegt. So, zurück zum Spiel. Erstmal zum Händler, würde ich sagen. Der ist hier. Na gut. Der hat ja nicht viel im Angebot. Dann gehen wir auch direkt wieder raus. Salda Oryx-Datar. Okay. So. Ja, dann suchen wir doch mal den Mann. Irgendwo wird er ja wohl sein. Hier ist keiner zu Hause. Das ist hier wieder das Ätzende an dem Spiel. Jetzt muss man hier wirklich wieder alle Häuser abklappern. Betteln und Hausieren verboten. Und die sehen auch hier alle gleich aus. Aha. Tiomar Svafnilsson. Ein Schild mit der Aufschrift Tiomar Svafnilsson ist neben der Tür angebracht. Als ihr gerade klopfen wollt, tritt ein Mann von etwa 35 Jahren aus der Tür. Wollt ihr zu mir? Ja, wenn ihr Tiomar seid, oder? Nein, wir kamen hier nur zufällig vorbei. Nee, dann das Erste. Der bin ich. Und was wollt ihr von mir? Wir sind im Auftrag des Hetmanns unterwegs. Ihr seid auch mit Hügelig verwandt. Wir haben hier ein Schreiben für euch. Das müssen wir machen. Zeig her, meint er mit grimmiger Miene. Überreicht ihm das Schreiben, das euch Umbrick Siebenstein mitgegeben hatte. Er entrollt das Pergament und während er die Zeilen überfliegt, hält sich Theomas Gesicht auf. Sieh an, der alte Umbrick meldet sich mal wieder. Und er hat euch sogar eine Empfehlung mitgegeben. Na, kommt doch rein. Wir wollten nur das Schreiben abgeben. Oh, danke für die Einladung, das machen wir natürlich. Er bietet euch einen Platz an, dann holt er einen Krug mit Bremer Feuer und setzt sich zu euch. Das sind die Richtigen. Ihr seid also auf der Suche nach Hügelücks verschwollenem Schwert, wie Umbrick schreibt. Na, da werde ich euch doch hoffentlich helfen können. Ja, das hoffe ich doch auch mal. Bevor ihr antworten könnt, ist er aufgestanden und im Nebenraum verschwunden. Als er zurückkehrt, hält er ein Pergamentstück in der Hand. Ein altes Erbstück aus Hügelücks Zeiten. Es soll wohl eine Schatzkarte sein oder etwas in der Art jedenfalls. Ihr betrachtet das gute Stück. Ah, sehr gut. Ich weiß jetzt zwar nicht, welches Kartenstück dazugekommen ist. Ich glaube, das hier in der Mitte oben. Bin mir nicht sicher. Aber ja, es sind jetzt auf jeden Fall, ist es eins mehr. Jetzt fehlen eigentlich nur noch 3. Ihr könnt es haben. Es nutzt sowieso nichts ohne die anderen Teile. Ja, vielen Dank. Wisst ihr noch mehr, frage ich den jetzt. Vorher nehme ich meinen zertifizierten Notizzettel, den ich immer noch nicht in digitale Form übertragen habe, und diesen Stift, damit ich auf der Rückseite, weil auf der Vorderseite kein Platz mehr ist, alles aufschreiben kann, was der mir jetzt sagt. Naja, ich habe nicht bedacht, dass ich jetzt gar nicht sehe, was ich schon weiß. Vielleicht muss ich dann schnell machen. Na, wir gucken mal. Aber sicher, der gute Tiomar ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich kenne ein paar Leute, die eigentlich auch etwas über Hügeligs Geschichte wissen müssten. Ja, dann mal raus damit. Vielleicht fragt ihr mal bei Jurge Torfensson in Skjall nach. Das ist ein Nachkomme von Hügeligs Braut Bryda. Ja, das, da waren wir schon. Das weiß ich. Isleif Olgason.
Der ist ein Großenkel vom guten alten Hügelig. Wohnt, glaube ich, in Felsdane. Ja, den haben wir ganz am Anfang besucht. Das war der doch, oder? Genau, ja. In Orwell gibt es einen Druiden, Umbrix Siebenstein. Der kennt jede Menge Leute. Ja, von dem kommen wir ja gerade. Von dem haben wir ja das Empfehlungsschreiben. Das hätten sie sich hier aber auch mal ein bisschen sparen können. Na gut. So viel dazu. Jetzt zum gemütlichen Teil. Ihr trinkt noch einen mit. Trinkt doch noch einen mit. So, er fragt uns. So fragt er. Ich habe den Zwerg vorne in erster Reihe. Natürlich trinken wir einen mit. Gerne. Immer. Man lebt nur einmal. Noch einen, meint Tioma eine Stunde später. Ja. Noch einen? Ja. Das Bremer Feuer steigt Frenja mächtig zu Kopf. Sie beginnt bereits zusammenhangloses Zeug zu erzählen. Oh, da ist sie ja ungefähr so weit wie ich. Noch einen, meint Tioma eine Stunde später. Nee, also jetzt breche ich das, glaube ich, mal ab, oder? Ah, nee, einer geht noch. Bis der Alkorosch besoffen ist. Noch einen? Ja. Noch einen? Ja. Noch einen? Ah, einen noch. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel, oder? Meint ihr, da passiert noch was? Nee. Wir haben es sehr eilig. Schade. Ich habe so selten Besuch. Aber wenn es so dringend ist, will ich euch nicht weiter aufhalten. Er begleitet euch noch zur Tür und wünscht euch noch viel Glück. Frenja hat soeben eine neue Stufe erreicht. Ja, sehr schön. In Waffe zerbrechen oder was? Und betrunken. Wie das so ist. Stufenanstieg nur betrunken. Alles klar. So, was steigern wir denn? Sie ist eine Torwalerin. Die soll mit einer Axt kämpfen können. Mut ist normalerweise 13. Also Mut könnten wir steigern. Oder die Körperkraft. Was hat sie denn besonders niedrig? Die Klugheit auf 9. Aber wer braucht schon Klugheit irgendwo, oder? Ich weiß es nicht. Gewandtheit, Intuition. Intuition braucht man auch für Wurfwaffen. Gewandtheit braucht man auch für alles Mögliche. Ich glaube, ich nehme mal Gewandtheit. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Nein, Flüssigmetallschleim, du sollst nicht sagen, dass ich Körperkraft steigern soll. Körperkraft hat die doch schon auf 14. Also jetzt auf 15, weil sie betrunken ist, aber. Ich denke, Gewandtheit ist eine ganz gute Wahl. So. Negative Eigenschaft senken. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob jetzt auf den erhöhten Wert gewürfelt wird oder auf den niedrigeren. Aber gut. Also so Höhenangst und Raumangst hat sie gar nicht, aber Aberglaube könnte ich senken. Versuchen, wegen der Magierresistenz. Hurra, geschafft! Die Lebenspunkte steigen um 3. Attacke und Parade-Basiswert haben sich auf 8 verändert. Oh, das war ja dann gut mit der Gewandtheit. Ja, ich weiß, wäre bei Körperkraft auch passiert. Ist ja die gleiche Formel. Also ist ja auch mit in der Formel drin. So. So, warum hat sich die Magierresistenz nicht verändert? Jetzt noch auf minus 4. Ja, gleich mal gucken. So, also erstmal Kampf. Natürlich Äxte. Ich glaube, das hat letztes Mal schon nicht geklappt. Doch, jetzt. So. Die Attacke natürlich erhöhen. Mit Äxten immer die Attacke. Ist immer eine gute Möglichkeit, Schaden zu machen. Und Wurfwaffen mache ich auch, obwohl ich sie ja kaum benutze. So. Und dann gucken wir mal. Halt! Intuition natürlich versuchen. Gefahrensinn. Und Sinneschärfe, weil das geht nur einmal pro Stufe. Oder keinmal pro Stufe, wenn man es dreimal hintereinander nicht schafft. Wie schade. Na gut. Haben wir noch 13 Punkte, so. Ach, der Aberglaube ist wegen dem Vollrausch um 1 erhöht. Ja, das kann natürlich sein, dass es daran liegt. Na gut. So, wir probieren es mal hier mit den Standards, so Klettern und sowas. Ich bin mir gar nicht sicher, für was anderes als die Axt schwingen hatte ich sie, glaube ich, gar nicht dabei, oder? Oh, Schwimmen ist schon auf 9. Da könnten wir ja mal hier so ein, zwei Versuche machen. Nee. Noch einen setze ich nicht da rein. Aber Klettern ist, glaube ich, viel wichtiger. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch auf 9. Nee. Ach, da sind so wenig Punkte. Schleichen könnte man auch hochsetzen. Ich finde, Torwalerin darf auch ruhig mal ein bisschen schleichen können. Und ich habe gleich wieder irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Ich muss erst mal gucken.
Was kann die denn noch so? Wunden heilen könnte ich bei ihr auch steigern. Dann würde ich sagen, mache ich das auch. Ist immer gut, wenn das so ein paar Leute aus der Gruppe können. Was gibt's hier so bei Natur? Orientierung, Fesseln? Nee. Ach, Natur. So ein Quatsch. Betören braucht sie auch nicht. Dafür hat sie ja genug Körperkraft. Da braucht man nicht betören. Nicht als Schildmaid. Ja, sind womit wir wieder bei den körperlichen Talenten wären. So, noch 3 Punkte. Zechen. Oh, Zechen. Das wäre vielleicht ganz gut. Ah, noch 2 Punkte. Jetzt gucke ich aber erstmal. Sonst ärgere ich mich gleich wieder. Kriegshund, Götterkult und sowas. Ach, das braucht die alles gar nicht. Krankheiten heilen könnte ich vielleicht noch machen. Und sie könnte sich so ein Hobby zulegen, wie Schlösser öffnen oder musizieren. Falls der Alkorosch wieder stirbt. Aber so wie die ihre Waffen zerbricht, denke ich mal, wird sie ihre Dietriche auch zerbrechen. Von daher brauche ich da gar nicht erst Punkte rein investieren. Zechen, das ist wichtig, sagt zumindest Alkorosch. Ja. Ja, Heilkunde Krankheit, das ist ja so ähnlich wie Zechen. Und dann probiere ich den letzten hier in Zechen. Ah, schade. Na gut, so, wie sieht es denn hier stufenmäßig aus? 600 Punkte Stufe 4. Also Alkorosch ist drüber. Ich glaube... Oh, die Gulda ist als nächstes dran. Die kriegt auch hier nach dem nächsten Kampf oder so. Da könnte es sein, dass sie auch noch aufsteigt. Die anderen sind schon alle auf Stufe 4. Nur die Hexe nicht. So, gehen wir zum Hafen und gucken mal, ob wir eine Passage irgendwo hinbekommen. Und wenn, wohin? Oh, es liegen keine Schiffe im Hafen. Oh nein, wir sind eingesperrt auf dieser Insel. Wir werden hier nie wieder runterkommen. Was kommt denn hier so an die nächste Zeit? Die nächsten 2 Tage wird wohl kein Schiff kommen. Okay. Haben wir immer noch Herbst? Ja. 29. Boron. Ich weiß gar nicht, was Boron nochmal. Ich glaube, danach fängt der Winter an. Dann geht es mit der Erkältungszeit los, wenn ich nicht jedem hier so einen Winteranzug kaufe. Was kostet denn sowas überhaupt? Weiß ich nicht, weil die hat sowas nicht. Ich glaube, das gibt es nur beim Waffenhändler. Also halten wir fest, ich sitze fest auf einer Insel, wo es keinen Waffenhändler gibt, wo ich mir keine warme Kleidung kaufen kann und der Winter steht vor der Tür. Ja, das kann ja heiter werden. Herzlichen Glückwunsch. Na gut. Ja, bleibe ich jetzt in 2 Tagen. Wie lange dauert das denn wohl, bis ich hier einmal rumgegangen bin nach Manrin runter? Das dauert, glaube ich, ganz schön lange. Aber wer weiß, welche Abenteuer auf dem Weg auf uns warten. Ach, ich glaube, ich mache das. Noch so einen schönen Herbstspaziergang über die Insel. Komm, los geht's. Geht sogar querfeldein. In einiger Entfernung vor euch grasen etwa ein Dutzend Karene. Es scheint, als könntet ihr euch ihnen ziemlich unbemerkt nähern. Wollt ihr versuchen, ein oder mehrere Tiere zu schießen oder weiterziehen? Ich sage mal weiterziehen, sonst sind wir wieder alle überladen, weil die so viel Fleisch droppen. Die Gruppe ist sehr erschöpft. Da es bereits später am Abend ist, entscheidet ihr euch, hier Rast zu machen. Hier kann ich dann auch mal den... Na, das wollte ich nicht. Ich wollte den Jäger nach vorne packen. So. Damit Spuren lesen und sowas. Das kann der viel besser als der Zwerg. So. Jagen und sowas brauche ich, glaube ich, nicht. Durst und so, das geht noch alles. Hunger auch. Hier geht auch Durst. Betrunken. Nee, dass sie sich nicht beherrschen kann. Aber Kräuter suchen, das könnte die Gulda mal machen. So, 3 Stunden hier auf der Insel. 2 Tanelen und 2 eitrige Krötenschemel. Das ist gut. Teilen wir Wache ein und dann wird hier geschlafen, würde ich sagen. So. Astralenergie nochmal um 1 Punkt hoch und dann reisen wir weiter. Oh, hier brauchen wir aber wirklich lange. In einiger Entfernung könnt ihr eine Berghütte erkennen. Wollt ihr euren Tagesmarsch beenden und hier einkehren? Ja, würde ich sagen. Wir haben sowieso Abend. Und wer weiß, was hier so passiert an der Hütte. Ja, Wasser haben wohl noch alle, aber ich lasse den Jäger trotzdem mal hier nach Nahrung suchen. Findet Wasser, kann etwas Essbares erlegen. Gut. Und nochmal die Kräutersuche, die obligatorische. Und dann vielleicht begegnet uns nachts ja wieder jemand hier. Gullmundblatt, Yoruga-Wurzel, 4-blättrige Einbeeren und ein eitriger Krötenschemel. Ja,
Ja, ich brauche dringend einen Kräuterhändler, um das ganze Zeug wieder loszuwerden. Meine Inventarplätze sind alle voll. Wegen dem Zeug. Ich könnte mal hier das von ihr rüberschaufeln, damit ich das auch hier alles an einem Platz habe. Ein Ilmenblatt und ich habe mir wieder nicht gemerkt, was die ganzen Sachen machen. Aber ich habe das Handbuch ja hier liegen. Von daher kein Problem. Nee, Moment, das können wir doch hier... Genau, das stackt. Sehr gut. So. Heilkräuter 52. Alles gut. Wachen muss ich einteilen und dann mal sehen, was so die Nacht hier in dieser Hütte passiert. Ach, jetzt habe ich die Hisinia eingeteilt. Die soll doch regenerieren. Ach, egal. Oh. Nach etwa einer Stunde öffnet sich die Tür der Hütte und hinein stapft ein Jäger, murmelt irgendetwas wie Führung zum Gruß, wirft seinen Bogen und seinen Beutel auf eine freie Pritsche und starrt an die Decke. Wollt ihr den Jäger ansprechen oder den unfreundlichen Kerl in Ruhe lassen? Nee, wir sprechen den an. Der Jäger starrt euch an, als hätte er einen Geist gesehen. Ach, Fremde, Tag auch. Fremde hat's hier selten. Bin Jäger, kenne die ganze Insel, ziemlich langweilig hier und auch wenig wild. Werd wohl bald wegziehen. Und ihr? Also wir haben gestern noch ganz viele Karene gesehen. Wenn der die nicht findet, ist er wahrscheinlich ein schlechter Jäger, würde ich sagen. Gulda, die Kräuterhexe, findet immer was, genau. Nein, ich weiß nicht mehr, was Gulmontee macht. Das müsste ich nachgucken. War das nicht irgendwas mit Regeneration oder so? So, was sagen wir denn? Wir sind auf der Suche nach Hügeliks Schwert. Wir wollen einen Bekannten in Brennhill besuchen oder wandern halt so rum. Och, wir sagen denn für ihr Hügeliks Schwert, vielleicht weiß ja was. Ich denke zwar nicht, aber... Ach so, na dann viel Glück, grummelt der Jäger und dreht sich zur Wand. Naja, gut, die anderen beiden Punkte. Ach, die Körperkraft erhöhen. Okay, Gulmontee erhöht die Körperkraft. Ja, ich probiere das dann mal aus. Demnächst. So, hier, weiter schlafen. Hä? Wir sind in der Hütte. Wieso kommen denn da jetzt auf einmal Löwen? Was ist denn das für eine blöde Hütte? Und der Jäger hat eben noch irgendwas behauptet von wegen, hier würde es kaum Tiere und so geben. Ach, egal. Komm. So. Die Löwen kriegen wir schon klein. Ich habe ja meinen Bogen griffbereit. So. 10 Schadenspunkte direkt. Oh, der Jäger ist aber hier direkt unter Feuer sozusagen. Das ist aber nicht so gut. Ah, okay. 16 Schaden insgesamt. Also 16 Lebenspunkte, das kriegen wir hin. Los, Schildmaid, lauf runter und zerbrich deine Waffe. Gehe ich noch einen weg? Ach nee. Wieder 10 Schadenspunkte. Ich lasse sie mal alle hier hinlaufen. Sie kann da oben warten. Ach, guck mal hier, die Kriegerin ist auch mal aufgewacht. Sehr schön. Geht gut los mit dir. Oh na ja, das muss ich mal sagen. So, jetzt hat sie eh keinen... Kann eh nicht mehr angreifen, also kann sie auch noch hier abwarten. Jetzt kann sie angreifen. Angriff von Ronaya misslingt. Na toll. Das Bremsen hat nicht so viel gebracht. Also die Geschwindigkeit runtersetzen. Naja. Ja, der Jäger hat es wohl alleine gerockt, würde ich sagen. Ah, fast. 6 Abenteuerpunkte. Oh, hier. Abseits des Weges könnt ihr die Spuren von Stiefeln und Sandalen erkennen, die dann plötzlich im Gebüsch enden. Als ihr die Spuren verfolgt, stellt ihr fest, dass sich hier nach einigen Schritt dichten Unterholzes ein Pfad in die Küstenhügel windet. Ein Pfad in die Küstenhügel. Dachte ich mir doch, dass hier irgendwas ist. Nach einigen Dutzend Schritt könnt ihr einen Höhleneingang ausmachen. Wollt ihr die Höhle untersuchen? Ja, natürlich wollen wir die Höhle untersuchen. Wir sind Abenteurer. Wir sind hier, um Höhlen zu untersuchen. Und direkt werden wir hier angegriffen von fiesen Piratenpack, wie es aussieht. Auf jemanden, der mit Fernwaffen um sich schmeißt, muss man immer in gerader Linie direkt zurennen. Das lernt man auf der Kriegerakademie. Und sich am besten dadurch auch immer direkt in die direkte Schusslinie stellen. Das war wieder doof von mir. Naja, ist ja nur einer.
Bin mir nicht sicher, ob meine Waffen vergiftet sind. So, ziehen wir erstmal alle nach vorne. Und die Ronaya kann ja gleich so neben den gehen. So. Ah. Zaubern ist noch nicht. Aber schießen. 11 Schadenspunkte, ein Pirat. Habe ich mir doch gleich gedacht, als ich diese verräterische Piratenkleidung gesehen habe. Ja, Frenja, jetzt ist kein Platz mehr. Jetzt kannst du auch warten. Wir können deine Kampfkünste gleich beobachten. Oh, der Pirat hat sogar getroffen. Aber durch die gute Rüstung ist nur ein Schadenspunkt durchgekommen. Wir greifen weiter aggressiv an. Lange hält er das nicht durch. Jetzt können wir nämlich hier von beiden Seiten anpieken. Und dann war es das gleich. In die Höhle des Löwen vordringen. Was? Kann man die Löwen mit Milch besänftigen? Wieso Milch? Verstehe ich nicht. So. Sie sichert mal da hinten. Hier könnte ich... Ein Zauber lohnt eigentlich gar nicht mehr, oder? Das wäre jetzt so Verschwendung. Da kommen bestimmt noch mehr Piraten gleich. Ich lasse das mal mit dem Zaubern. Ach, hätte ich noch gezaubert. Jetzt will er weglaufen. Und dann da auch noch in diese Ecke rein. Was will der denn da? So, hier gehe ich mal so auf Abwehrlinie. Hier auch, je nachdem, wie der Pirat jetzt gleich da rumrennen will. Wieso läuft der da unten in die Ecke? Da ist ein Ausgang? Da ist doch kein Ausgang, da ist doch eine Ecke. Ach, egal. Ich muss das nicht verstehen. Macht nichts. Welcher der erbeuteten Gegenstände wollt ihr euch nehmen? Dolch, Säbel, Silberschmuck natürlich. Dolch und Säbel kann er behalten. 30 Abenteuerpunkte kriegen wir für den Piraten. Das als Stufenanstieg. Genau, Gulda hat soeben eine neue Stufe erreicht. So, positive Eigenschaft. Bei magisch Begabten brauche ich immer das Buch. Da muss ich jetzt erstmal gucken, welche Zauber, welche Eigenschaftswerte prüfen. Der Blitz, dich findet, den macht sie am häufigsten. Der Klugheit, Intuition, Gewandtheit. 13, Intuition 13, Gewandtheit nur 10. Gewandtheit ist generell immer eine gute Idee, aber die hat auch Körperkraft nur 9. So, Heilung, Mut, Intuition, Charisma. Aber ich glaube, sie kann auch den Hexenspeichel, Intuition, Charisma, Fingerfertigkeit. Okay, 12, 13, 13. Das geht. Ja, mehr mache ich mit der eigentlich nie, ne? An die Schade. Also Körperkraft brauche ich bei der nicht steigern unbedingt, weil ja, die Pflanzen wiegen ja nicht so viel. Aber da war noch ein Beherrschungszauber. Das war nicht der Van Baladin. Böser Blick, große Gier oder sowas kann die. Oder der Horrorphobius. Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Mein, der Horrorphobos kann die. Mut, Intuition, Charisma. Mut, okay. Intuition, Charisma. Intuition wäre vielleicht nicht schlecht. Das ist hier so in allen Zaubern drin. Wie viel hat sie da? Da hat sie 13. Dann würde ich sagen, Intuition ist eigentlich eine ganz gute Sache. Das glaube ich auch in Pflanzenkunde und sowas. Oh, Alchemie, da könnte ich noch gucken. Aber Körperkraft wird da nicht drin sein. Was haben wir denn bei Alchemie stehen? Intuition, Handwerk, das war aber nicht unter Handwerk, das war unter Wissen. Natur, Wissen, Alchemie, Mut, Klugheit und Fingerfertigkeit. Ach nee, ich mache Intuition, komm. Während ich hier stundenlang rätseln. So, negativ. Negativ hat die nicht so viel. Neugier und Jähzorn hat sie ziemlich hoch, aber das kann ruhig so hoch bleiben. Theoretisch. Aber hier irgendwas anderes senken, das wird nicht klappen. Raumangst vielleicht. Ah, schade.
7 Punkte zur Verteilung aus Lebensenergie und Astralenergie. Sie steht ja schon öfter mal vorne. Astralenergie hat sie jetzt 33. Lebensenergie 28. Dann würde ich das jetzt auf... Ja. 2 auf Lebensenergie, der Rest auf Astralenergie. Dann hat sie 30. Ich glaube, die letzten beiden Stufenanstiege waren bei der nicht so toll. Da hat die nur 1 Punkt oder 2 Punkte oder sowas gekriegt. So, Attacke, Parade, Basiswert ist auf 7. Das ist gut. Steigerungsversuche umwandeln möchte ich, glaube ich, nicht. Möchte ich das? Da kann man jetzt Zauberfertigkeitstalentsteigerungen in Talentsteigerungen umwandeln. Aber ich glaube, brauche ich nicht, nee. So, los geht's. Kampf. Da hat sie hier die Speere. Weil ihr Besen, glaube ich, unter Speere fällt. Aber sie kämpft eigentlich die ganze Zeit mit so einem Dolch. Aber trotzdem will ich Speere steigern. Was mir aber hier... Oh, wieder nicht. Das letzte Mal schon misslungen, glaube ich. So, dann Stichwaffen. Das ist, glaube ich, Dolche und sowas. Das können wir hochsetzen. Und dann die Attacke. Immerhin. Na gut, im Kampf ist sie sowieso nicht so gut. Dann machen wir hier noch die Intuitionssachen. Ah, hier klappt ja nichts. No. Oh, das ist so blöd bei so einem System, wo gewürfelt wird, ey. Das geht mir so ein bisschen um den Keks gerade. Nee. Mann. Na gut. Alchemie. Alchemie ist so groß, so hoch schon auf 7, dass ich da Verständnis für habe, wenn das nicht so gut klappt. Nein, nicht abrichten. Oh, ich habe mich verklickt. Ich wollte nicht ab. Ich wollte wissen. Na egal. So, ja, gut. Körper. Gucken wir mal, dass wir hier durch den Dungeon schwimmen können, wenn es da solche Passagen gibt. Dann sollten die das auf jeden Fall können. Körperbeherrschung und Klettern ist auf jeden Fall auch was. Was sie können sollte. Aber wenigstens die Sachen klappen einigermaßen gut. Obwohl, jetzt habe ich es wieder gesagt. Oh, ich habe wahrscheinlich hier Heilkunde Wunden und sowas. Heilkunde Krankheit und Gift kann sich schon ganz gut. Dann probiere ich die letzten zwei noch in Heilkunde Wunden zu stecken. Ja, wenigstens einer. So, auf zur Magie. Da hätten wir hier Beherrschung. Habe ich mich denn da? Sanftmut, große Gier war das nämlich, was sie kann. Das müssen wir auf jeden Fall versuchen, so hoch wie möglich zu ziehen. Weil wenn der klappt, dann fliehen die Gegner praktisch. Weil die dann irgendwie nach irgendetwas gieren, was nicht auf dem Schlachtfeld ist. Und dann hauen die ab. Da kann man dann mal eben so instant einen Gegner aus dem Feld nehmen. Das ist schon ganz gut. Alle anderen Sachen unter Beherrschung, ja, Sanftmut vielleicht für Tiere. Aber dann hören die nur auf zu kämpfen, man muss sie dann trotzdem noch hinterher umbringen, was auch ein bisschen doof ist. So, Dämonologie, da gab es den Krähenruf. Das ist nicht so ganz klar, ob der den Gegner einfach nur irgendwie verwirrt, dass er nicht mehr so gut zuschlagen kann oder ob der Schaden macht. Ich glaube, Schaden macht er nicht. Na gut, so, Kampf hätten wir noch den Blitz auf jeden Fall. Aber da ist auch nur einer möglich pro Runde, pro Stufenanstieg. Und den Radau. Da schickt sie den Besen dann los und der kloppt auf den Gegner ein. Zumindest steht es so im Handbuch. Okay. So, Heilung können wir auch noch irgendwie hier. Der Hexenspeichel, genau. Der ist schon auf 9. Da wird es schon schwierig, das jetzt zu steigern. Ich Hellsicht, Heilung. Geschafft. Jetzt auf 10. Ab 11 geht es dann wieder leichter, wenn man einmal auf 11 geschafft hat. Aber das wird nichts. Ich versuche es trotzdem. Nee, schade. Okay, was haben wir denn noch? Kampf. Da hatte ich schon. Die anderen sind minus 8, minus 12. Da brauche ich gar nicht erst anfangen mit. Bei der Heilung das gleiche. Tiere heilen brauche ich nicht. Ich will keine Tiere heilen. Warum sollte ich das wollen? Das ist also, die haben hier alle Zauber aus dem Pen and Paper Regelwerk übernommen. Und viele braucht man aber in allen drei Teilen nicht. Aber ich steigere die trotzdem so ein bisschen hoch, damit es rollenspielgerecht ist. Aber ich habe schon so viele Punkte versammelt jetzt bei der. Das lohnt im Moment nicht.
Nee, der Hexenspeichel ist nicht für Tiere, der ist für Menschen. Ich weiß aber auch nicht genau, was der macht. Der gibt, glaube ich, einfach Lebenspunkte wieder. Ich kann aber gerne mal schnell ins Handbuch schauen und nachgucken. So. Die Seite schlägt sich schon fast von alleine auf hier. Bewegung, Heilung, Hexenspeichel. Wie Balsam Salabunde wirkt jedoch unterschiedlich stark bei Vergiftungen, Krankheiten und Wunden. Ist also noch ein bisschen stärker, heilt also auch Krankheiten und sowas. Das wusste ich nicht. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Ja, natürlich hört sich das eklig an. Das ist ja auch eine Hexe. Das kennt man doch. So, Illusion. Was hätten wir denn noch hier? Harmlose Gestalt. Das können wir machen. Und den Hexenknoten. Den können wir auch machen. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwann mal dran denken werde, das anzuwenden. Geschweige denn, dass es in irgendeiner Weise was hilft. Weil da muss das Strauchwerk schon so irgendwie vorhanden sein, dass man irgendwen einsperren kann damit. Oder sich selber einsperren kann. Aber, naja. So, Hexenknoten. Jetzt habe ich noch so ein paar Punkte. Müssen wir mal gucken. Der Flimflam, den mache ich nicht mehr weiter hoch. Dunkelheit. Was ist denn hier mit Hellsicht? Expodami, Odem Arcanum. Den könnte ich noch ein bisschen steigern eigentlich. Wie viel geht der denn wohl? Nee. Da kann man dann zumindest gucken, ob Sachen irgendwie magisch sind oder nicht. So, jetzt habe ich noch 5 Punkte. Das ist ja noch ganz schön viel. Ja, Hexenblick brauche ich jetzt auch nicht mehr hier steigern, weil eine andere Hexe erkennen, die erkenne ich auch so, würde ich mal behaupten. Den Feuerbann könnte ich mal noch versuchen. Den finde ich, der ist auch schon auf 8, jetzt ist er auf 9. Amatrus. Ja, diese ganzen Steiger-Dinger, weiß ich nicht. Mache ich sowieso nie. Kenne mich. Silentium, hatten wir da nicht jetzt neulich irgendwas, wo wir den hätten anwenden können? Dann probiere ich es mal. Oh nein! Habe ich hier so einen Punkt in Sturmgebrüll gemacht? Ist das ärgerlich. Na egal. So, ein Punkt noch, der letzte. Und jetzt werde ich irgendwas finden, was ich unbedingt steigern wollte und was ich total vergessen habe. Ah, Beherrschung brechen hier, Verwandlung beenden, Quatsch. Oh, Beherrschung. Hatte ich große Gier oben schon durchprobiert? Ich glaube ja, ne? Ja. Den Duplikatus. Wo ist der denn nochmal? Illusion, denke ich mal. Ja, auf minus 6. Ja, dann kannst du ihn zumindest mal versuchen. Aber minus 5 ist halt so. Ja, komm, so, weg ist der Punkt. So, jetzt muss der Zwerg wieder vorne gehen. Hier ist nämlich in der Höhle. Die Höhle sieht erschreckend von den Wänden her. Die sieht nicht besonders naturbelassen aus, sagen wir es mal so.